Sicherheit des Flughafens Berlin-Schönefeld heben ab jetzt nicht nur Flugzeuge ab, sondern auch Menschen. Denn die Hurricane Factory öffnet für alle Flugbegeisterten seine Pforten. Nach langjähriger Planung ist mit der Eröffnung der Hurricane Factory eine große Vision Wirklichkeit geworden. Es ist ein sehr guter Tag für Schönefeld. Wir sind sehr glücklich, dass heute die Hurricane Factory eröffnet hat. Wir haben lange darauf gewartet. Es war zuerst eine Vision, ein Traum, und wir haben von Anfang an diesen Traum geglaubt und haben Herrn Wachola und auch Herrn Heine nachher sehr unterstützt und sind wirklich sehr erfreut, dass, wenn man den Flughafen da drüben sieht, ist ein kleines Trauerspiel. Aber hier ist heute eine glückliche Stunde für Schönefeld, weil endlich die Eröffnung für Berlin-Brandenburg mit dieser Hurricane Factory über die Bühne gegangen ist. Das Besondere an der Hurricane Factory stellt der Windtunnel dar, in dem Personen mit bis zu 280 Stundenkilometer Windgeschwindigkeit völlig frei fliegen können. Doch nicht nur auf die Geschwindigkeit, sondern auch auf die Größe des Windtunnels kommt's an. Was das wirklich Besondere da nochmal an dem Windkanal selbst ist, ist die Tatsache seiner Größe. Es geht auch gerade im Fachbereich, das heißt also im Bodyflying, im Fallschirmsportbereich, geht es wirklich um die Größe, um den Durchmesser des Tunnels. Und mit 5,20 Meter sind wir im Moment weltweit größter Tunnel. Und das heißt eben, dass bei uns Gruppen trainieren können, fliegen können, die woanders nicht trainieren können. Das heißt Viererteams bis hin zu Achtermannschaften, die eben hier unterwegs sind. Und das ist das wirklich Besondere. Neben zahlreichen Gästen aus Sport und Politik durfte die Boxweltmeisterin im Superfedergewicht Deutschlands größten Windkanal einweihen. Ich muss sagen, es war wirklich genial. Also hätte ich mir nicht vorgestellt, dass es so schön ist. Ich war ja vorher so ein bisschen aufgeregt. Ganz ehrlich, hatte so ein bisschen Flugangst. Aber das hat ja damit gar nichts zu tun. Also es war wirklich genial. Ich glaube, mein Grinsen ist immer noch im Gesicht. Es ist einfach nur, ha, voll schön, nochmal. Ein Flug im Windtunnel ist ein sportliches und aufregendes Erlebnis. Alleine, mit Familie und Freunden oder im Team. Bodyflying ermöglicht das Erleben eines großen Traums, zu fliegen wie ein Vogel. Grundsätzlich Voraussetzungen keine. Wir haben Gruppen, das klingt tatsächlich ein bisschen komisch, ja, vom Kindergeburtstag von Fünfjährigen bis zu Sondereinheiten der Bundeswehr, die hier bestimmte Dinge trainieren. Es ist also ein wirklich weites Spektrum. Damit dies reibungslos funktioniert, sorgen ausgebildete Instructor, die den Gästen eine Anleitung zum perfekten Flugerlebnis geben. Ja, hier geht ein Traum für mich in Erfüllung. Also ich habe damals mit dem Fallschirmspringen angefangen und bin dann zum Tunnelfliegen gekommen. Und ja, was wir vorhin schon gesagt hatten, es wird irgendwann eine Sucht, ja, und dann wirst du auch immer besser und irgendwann willst du halt nur noch im Tunnel sein. Und jetzt hier arbeiten zu dürfen, ist schon richtig geil, weil du den Leuten die ersten Gefühle mit der Luft gibst und denen sozusagen, ja, das erste Erlebnis in der Luft gibst. Und das macht total Bock, weil du dann die Emotionen auch siehst, wie die Leute sich freuen, dass sie mal in der Luft fliegen, ja. Das ist schon schön, und dann siehst du auch immer wieder, wie Leute wiederkommen und dann öfter fliegen. Also das macht echt Spaß. Aber nicht nur für die Bodyflyer ist die Hurricane Factory etwas ganz Spezielles. Auch als Event-Location bietet das Gebäude alles, was das Herz begehrt. Wir verstehen uns eben auch wirklich als sehr besondere Event-Location, sind darauf auch eingerichtet mit extra Räumlichkeiten, mit einer Infrastruktur, die für einen Windkanal außergewöhnlich ist, sodass wir wirklich in der Lage sind, Firmen, wir haben Anfragen, Gäste 20 bis 150 in etwa, so, die wir hier wirklich mehrere Stunden beherbergen, beköstigen, Catering. Von Seminar bis Weihnachtsfeier kann hier alles stattfinden. Wer jetzt Lust auf ein Gefühl totaler Schwerelosigkeit bekommen hat, der sollte auf alle Fälle in der Hurricane Factory in der Bassmannsdorfer Allee 3 seinen Flug buchen und ausprobieren, wie es sich anfühlt, völlig frei zu fliegen.